Ja, guten Morgen, meine lieben YouTube-Freunde. Heute gibt es eine kleine Wanderung oder vielleicht auch, sag mal besser, einen Spaziergang am Rhein. Wir sind hier in Duisburg und schauen uns jetzt erstmal die Rheinbrücke an. Oder besser gesagt, den Neubau der Rheinbrücke, weil die alte ist ja nicht mehr 100% in Ordnung. Ja, ich bin heute nicht allein unterwegs. Die Martina ist bei mir. Guten Morgen. Hallo Martina. Oder besser gesagt, ich begleite heute die Martina, weil sie hat hier den Weg vorgeschlagen. Und ich fand das sehr interessant und wollte deswegen mal mit ihr den Weg zusammenlaufen. Ja, auf geht's. Ja, wir sehen jetzt hier den Rhein. Im Hintergrund noch schwere Industrie. Hier vorne ist so ein kleiner Rheinarm. Und was sagst du, Martina? Ein kleines Stückchen Naturschutzgebiet. Ach so, in diese Richtung, da rechts, ne? Richtig. Wenn ich alleine zum Ziegenpeter wandere, dann gehe ich da vorne über den Deich und gehe dann zum Wasser, weil es da sehr schön ist. Da ist auch ein schöner Strand. Ah ja? Aber wenn der Rhein so hoch steht, dann kann man da unten nicht durch, weil da hinten ist auch nochmal ein kleiner See, der zum Naturschutzgebiet hört. Mhm. Dann kann man da unten nicht durch. Dann muss man wieder hoch zum Deich, oben rum und hinter dem Wasser kann man dann auf die schöne Rheinwiese. Okay, wir gehen in die andere Richtung. Ja, wenn wir da hinten gucken, da sieht man das auch. Wir gucken uns jetzt erstmal die Rheinbrücke an, die sich im Bau befindet. Ja, hier sieht man schon, wie der erste Teil der Brücke, naja, ich will nicht sagen fertiggestellt wurde, aber zumindest schon mal vorhanden ist. Ein sehr interessantes Bauwerk. Oben sieht man die beiden Aufnahmen, wo später die Tragseile befestigt werden. Ja, und der Brückenturm steht natürlich auch noch nicht. Sehr interessant finde ich das. Eine riesen Baustelle. Jetzt gucken wir uns das mal an hier auf der linken Seite. Wir laufen jetzt gerade durch so eine Unterführung durch. Und hier hat man an dem Haus einfach oben das Dach ein Stück tiefer gelegt. Das Haus soll wohl stehen bleiben, damit das hier unter die Brücke passt. Also echt interessant. Ja, ich habe das sogar auch noch nicht gehabt, dass ich zu Fuß über die Autobahnbrücke laufe. Aber das lässt sich ja hier im Moment nicht anders machen. Es ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man hier sonst immer im Stau steht, jemals zu Fuß zu sein. Ja, ne? Das kann ich mir vorstellen. So, jetzt drehen wir mal nach links. Ja, jetzt von hier oben kann man natürlich wunderbar jetzt hier in die Hinterhöfe reinschauen. Welche Idylle im Hinterhof. Ja. Wunderschön. Man sieht auch eine Dachterrasse, schön dekoriert, sieht klasse aus. Aber wohnen möchte ich hier trotzdem nicht, da wäre mir einfach zu laut. Und wenn man jetzt hier über die Brücke läuft, dann spürt man richtig die Erschütterungen der Fahrzeuge. Ja, gerade haben wir auch von unten gesehen, dass die Brücke an vielen Stellen geschweißt worden ist. Und ich glaube, da ist es schon recht sinnvoll, ja, was Neues zu bauen. Aber ich weiß gar nicht, wann der Fertigstellungszeitpunkt denn hier ist. Weißt du das? Nicht vor 26, denke ich. Oh, 2026, ob ich das noch erlebe. Ja, hier unten wurde die ganze Uferbefestigung schon erneuert. Teilweise eine neue Straße. Das ist schon sehr interessant. Ja, Martina hat sich gerade schon erschrocken, hat gesagt, die ganze Brücke wackelt, ist auch so. Und hier an der Verbindung von dem Geländer kann man doch deutlich sehen, wie das sich alles auseinanderschiebt und wieder zusammenzieht. Ja, ich glaube, war wirklich an der Zeit, hier was Neues zu bauen, obwohl so eine Brücke ja immer ein wenig auch in Bewegung ist. Thank you.
Da ist sie wieder. Huhu. Guck mal, die Schafe da unten. Ja. Ja, da hinten. Ja, hier sind wir jetzt an der Ruhr angekommen. Die mündet hier in den Rhein. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hinter mir. Und direkt vor uns steht der große Turm. Das nennt man hier Rheinorange. Ja. Was für ein Wetter. Traumhaft. Ich sag ja, das wird noch schön. Komm, wir gehen jetzt hier mal hin. Wolltest du da nicht noch näher hin? Nö. Der Ruhrradweg zum Rhein-Orange. Und die Ruhr in diese Richtung hier ist, glaube ich, ungefähr 230 Kilometer weit weg. Oder hast du nachgelesen? Die Quelle. Ich meine 230 Kilometer. Ist auf jeden Fall Kilometer. Ganz schön gemütlich hier. Ja, finde ich auch. Hier kann man das aushalten. Ja. Aber wir müssten mal die nächsten 10 Kilometer starten, sonst ist es dunkel, bevor wir zu Hause sind. Ja, nun komm, so spät ist es ja noch nicht. Ja, wir sind ja schon weit gekommen. Ja, ein gutes Stück haben wir schon geschafft. Ich schätze mal so 2,5 Kilometer. Einen. Ja, vor allen Dingen müssen wir heute Abend pünktlich in der Stadt sein. Das ist ganz wichtig. Ne? Sonst wird das Bierchen warm. Ja, das wäre ganz schlecht. Das geht gar nicht. Und die anderen sitzen dann da und warten auf uns. Wir müssen mal und weiter. Und denken, wo sind die verschollen und stellen auch eine Vermisstenanfrage. Ne? Mhm. Oh je. Ja, wir müssen jetzt gleich weiter. Ich muss jetzt noch kurz mal ein Sekündchen durchschnauben hier. Bei deinem Megaschritt, den du immer so drauf hast, da komme ich ja gar nicht mehr mit. Oh je. So. Sollen wir wieder? Ja. Okay. Tschüss. Auf geht's. Guck mal, wie schön das Haus ist. Da muss ich ja nicht laufen. Ja, jetzt laufen wir hier gerade über so eine Platanenallee. Wunderschön hier. Das ist alles Stadtgebiet Duisburg mitten im Ruhrpott. Jetzt werden wir gerade hier von der Rheinfels überholt. Mal kurzes Update, weil wir eben sagten, wir sind erst 2 Kilometer gelaufen oder noch weniger. Jetzt haben wir aber schon eine ganze Menge hinter uns. Martina, wie viel schätzt du? Was haben wir gelaufen? Etwa 2 Stunden. 2 Stunden, ja, sind da bestimmt schon ja, so 7-8 Kilometer bestimmt schon. Ja, hier liegt die Ruhrort, ein uraltes Museumsschiff. Sieht aus wie ein alter Raddampfer. Aber ist, glaube ich, ist nicht mehr in Betrieb, ne Martina? Oder fährt das Ding noch? Das Museumsschiff. Ja. Nur Museum. Oder das heißt ja nur Museum, ne? Ja, jetzt wollten wir ja gerade mal einkehren, ein ganz gepflegtes Bierchen trinken. Leider alles zu. Finde ich ja klasse hier in Duisburg. Wohnen ja die alten Tatorte damals gedreht mit Horst Schimanski, Götz Georgi hieß der, glaube ich. Hier klebt auch der ganze Pfahl, der klebt hier voll mit Bildern von Götz Georgi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
hier sehen wir die Franz Haniel 14. Das ist ein Riesenschubschiff. Da werden dann hier vorne die großen Pontons vorgeschnallt, vorgespannt. Und dann schiebt er das. Das nennt sich Schubverband. Mercedes. Statt er den jetzt auf dem Geländer da aufsetzt, dann machen wir das zum ersten Mal. Ne? Ja, und ganz da weit hinten, da sehen wir die Halde Rhein-Preußen. Auf der rechten Seite ein klein bisschen das Geleucht. Da, die Martina hat schon ein Glas Bier getrunken. So, jetzt kommen wir hier auf so eine Aussichtsplattform. Die ist an die Brücke dran geschraubt. Oh, die Dielen sind ganz wackelig hier unten. Ah, herrlich. Auf jeden Fall haben wir hier einen Rheinarm. Und ich weiß jetzt echt nicht, wie der heißt. Schwenken wir ein bisschen nach rechts. Dann haben wir hier die Ruhrmündung. Da hinten ist auch wieder dieser orange Turm. Und ein Stück weiter ist der Rhein. Und da ganz hinten sehen wir Duisburg. Tolle Aussicht. Alles wieder hoch. Ja, auch da ganz hinten, da steht noch so eine riesige Büste, die wollen wir uns jetzt noch mal kurz angucken, mal schauen, was es damit auf sich hat. Komm, wir gucken uns den Poseidon an. Hast du jetzt schon gegoogelt, wie alt der ist? Nein, leider nicht. Ist ja auch Premiere hier für mich. Gut. So viel Kultur. So eine spannende Ecke hier. Finde ich, find ich auch echt klasse. Da hinten ist der Orange, wie heißt der? Orange? Rhein Orange. Rhein Orange wieder. Der Start des Ruhrrad. Aua hier, verdammt ey. Oh, siehst du? Ja, mit. Ja, der Augen hat. Ach, guck mal, was für eine schöne Liege mitten in den Wieseln. Das ist aber irgendwie nicht da. Oh, noch eine. Oh, noch eine. Da könnten sie wenigstens mal einen Rasen mähen hier. Mir fehlt den Hinterkopf. Ja, der ist ein bisschen flachköpfig hin. Dafür hat er eine lange Nase. Der Poseidon. Guck mal, super gemütlich da mit einer Auflage. Mitten in eine Blumenwiese, mitten in eine Bienchen. Ja, klasse, ne? Da sitzt einer drauf. Was hat denn Pinguin? Rabe. Ah ja. Guck mal, was das eine riesige Rübe ist, ey. Den haben wir von der anderen Seite haben wir den schon gut erkennen können, ne? Ja. Der ist doch bestimmt mal 15 Meter hoch oder so. Ich bin so schlecht im Schätzen.
Ein Riesenschädel, da frage ich mich, ist der aus Beton? Haben sie den gegossen? Ich möchte jetzt erstmal ein Schild sehen, lesen, wer das ist. Du hast gesagt, da wäre der Poseidon. Auf jeden Fall ein schäbigen Vogel. Da steht da dran. Poseidon, steht das da dran. Das ist Poseidon. Museum. Ja, jetzt stehen wir wieder hier auf so einer ganz alten Brücke. Und hier unten ist eine kleine Bucht. Da liegt noch ein ziemlich großes Schiff drin. Was das jetzt auf sich hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da hinten wohl, da unten, ein Paddelverein sein muss. Da sind auch ein paar Paddler im Wasser. Ist wieder unsere Brücke mit der Baustelle. Daneben wird ja die neue gebaut. Ja, jetzt haben wir unsere Wanderung hier am Rhein entlang so gut wie beendet. Wir sitzen jetzt hier noch auf so einer schönen Bank und genießen noch die wundervolle Aussicht hier über den Rhein. Und dann geht es nicht mehr weit. Dann müssen wir unter der Brücke durch und sind dann auch schon wieder am Auto. Ne? Hat es dir Spaß gemacht, Martina? Ja, es freut mich, dass dir meine Tour gefallen hat. Ja, okay. Deine Tour war klasse. Danke. Super. Tschüss. Ja, wir machen dann demnächst vielleicht nochmal eine. Ne? Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad, weil wir haben auf dieser Tour nämlich auch so viele schöne Sachen entdeckt, die wir gar nicht mehr alle erlaufen können. So viel Zeit hat man gar nicht, aber es gibt unendlich viele Sehenswürdigkeiten. Ne? Okay, jetzt machen wir aber Schluss. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart bis hierhin. Und ich würde mich noch viel mehr über ein Abo und über einen Daumen hoch freuen und ich hoffe dann auf ein Wiedersehen im nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Ciao!